Bei The Voice of Germany waren am Sonntagabend die Einschaltquoten so schlecht wie noch nie. Ein Tiefstwert, der für die Castingshow eine Frage aufwirft. Wird das die letzte Staffel von The Voice of Germany sein? Bei The Voice of Germany wird sich am 16. Dezember im Finale entscheiden, wer dieses Jahr den Titel holt. Allerdings hat die Gesangsshow der Sender Pro7 und Sat1 ausgerechnet jetzt ein Problem mit den Einschaltquoten. Laut der WDL war die Quote am Sonntagabend bei Sat1 so schlecht wie noch nie. 2,19 Millionen Zuschauer schalteten ein, das sind 10,8% Marktanteil. Das sind passable Quoten, für die sonst so starke Show The Voice aber ein nie dagewesener Tiefstwert. The Voice of Germany, wie geht es jetzt mit der Show weiter? Nach den Tiefstwerten am Sonntagabend gibt Sendersprecher Christoph Körfer gegenüber der Bild-Zeitung aber Entwarnung, die The Voice of Germany-Quoten sind nicht so stark wie im vergangenen Jahr. Dennoch bleibt die Show ein Erfolgsgarant für Pro7 und Sat1. Am Donnerstagabend gelang es The Voice of Germany, sich wieder zu erholen, 2,49 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein und bescherten dem Sender Pro7 somit stolze 15,8% Marktanteil in der Zielgruppe. Ein würdiger Abschluss für die Show bei Pro7. Die kommenden Folgen laufen wieder in Sat1. The Voice of Germany geht also trotz der vergangenen Tiefphase auf jeden Fall weiter. Sat1 und Pro7 freuen sich auf die nächste Staffel The Voice of Germany im Jahr 2019, so Körfer weiter. Die Fans können also beruhigt sein.